Ein sonniger Tag in Sakate, einem kleinen Fischerdorf in der Inlandsee Japans, auf der Insel Shodoshima. Ich habe eine wirklich besondere Beziehung zu diesem Fleckchen Erde, war es doch 2020 für fast 6 Monate meine Heimat. Nicht weit von einem der über 100 Jahre alten traditionellen Dorfhäuser, in dem ich damals wohnte, gibt es einen Ort, den ich heute gemeinsam mit euch besuchen möchte. Mame Mame, die Brauerei eines guten Freundes und seiner Frau. Aber Mame Mame ist nicht nur eine Brauerei, es ist eher eine Oase der Stille. Ein Secret Spot, eine Zeitreise in die Vergangenheit japanischer Baukunst. Ein malerischer Spot, der nicht ganz einfach zu finden ist und fast wie eine Traumwelt vom Laufe der Zeit unbeeinflusst daliegt. Ein Traum war es auch, der die Besitzer dieses Hofes vor ca. 5 Jahren dazu veranlasste, gemeinsam mit ein paar Investoren dieses alte Grundstück vor dem Verfall zu retten. Der Traum, einen friedlichen Ort zu schaffen, weit weg vom Trubel der Großstädte Japans, in der heilenden Langsamkeit der Natur der Bierbrauerei nachzugehen und ein Geschäft zu eröffnen. Die Menschen hinter der Idee? Masaya und Fumi. Eine Welt, in der er nicht hart arbeitet, ist keine Welt für ihn. Von morgens bis nachts kommt er all seinen Pflichten gewissenhaft nach. Das Brauen ist sein Leben. In der Woche braut er, trifft Vorbereitungen, arbeitet an neuen Rezepten, bedient Kunden im Geschäft oder pflegt Kontakte zur lokalen Gemeinde. Am Wochenende betreibt er eine kleine Bar weiter unten am Wasser bis spät in die Nächte, je nach Wetter. Es ist kein einfaches Leben, aber er liebt es. Arbeitet er nicht, hat er ein anderes Laster, für das er sich kurz Zeit nimmt. Danach geht's aber wieder weiter. Der Hof ist alt. Circa 150 Jahre soll es ihn geben. Er besteht aus mehreren Gebäuden und ist malerisch auf einer Anhöhe im Norden des kleinen Dorfes gelegen. Autoverkehr gibt es hier nur, wenn einer der Nachbarn mal zum Supermarkt oder der Arbeit fährt. Krach macht hier höchstens mal Masaya, wenn er schweres Gerät benutzt. Die Lage ist atemberaubend und verzaubert mich immer wieder aufs Neue. So ein Hof bringt natürlich auch Arbeit mit sich, die getan werden möchte. Ob die Beete, welche als Quelle für die Gerichte des hauseigenen Restaurants dienen, die selbst entworfenen und produzierten Menükarten für das Restaurant, die hauseigenen oder extern bezogenen Produkte, eine liebevoll ausgewählte Dekoration fürs Geschäft, die dem Geschäft seinen einzigartigen Charme verleiht, oder die gemeinsamen Kinder und das Rechnungswesen hinter der Brauerei. Um all das kümmert sich Fumi, die etwas kamerascheu ist. Sie betreibt auch das Restaurant, schenkt Bier aus und schaut, dass es den Kunden gut geht. Masaya steckt mitten in einem Brauprozess und gewährt mir einen kleinen Einblick in seine Welt. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen.
Hello. May I come in? Yeah. Mush, man. The mush. You know mush? Mush? Yeah, like that. Hot water and the malt. Hot water. And malt, yeah? Mush. Now I'm mushing now. Yeah. And I'm pouring at the same time. Oh, mame, mame. Smells like soy sauce, right? Yeah. And I moving the board to the tank. And I want to keep it 19 degrees, but the water is too hot, so I have to cool down. Das ist Rohbier, in dem Fall das Mame Mame Kudo, ein Schwarzbier. Es hat keinen Alkohol und schmeckt extrem süß. Es hat auch etwas von einem brotartigen Geschmack. Die Zutaten für sein Bier bezieht er aus aller Welt. Nur das Beste soll es sein. Ich habe genug gesehen und tue das einzig Richtige, was es hier heute noch zu tun gibt. Ich verkoste dieses mit harter Arbeit und Liebe geschaffene Bier. Bei bester Aussicht und gutem Wetter genieße ich einmal mehr mit vollem Bewusstsein, dass ich Teil dieses Lebens bin. Mit all seiner Pracht, all seinen Tiefen, Höhen und all seinen Farben. Mame Mame, eine Brauerei, ein Restaurant, ein Ort für Seelenfrieden, Qualität, Bierkultur und Ruhe. Ein Ort auf einer geheimnisvollen Insel gelegen in einem wunderschönen Fischerdorf. Für euch eine absolute Empfehlung, für mich ein Geheimtipp, aber auch das Zuhause von Freunden und etwas, in das ich mich schon vor vielen Jahren bei meinem ersten Besuch verliebt habe. Abonniert gerne den Kanal und schaut mal bei Instagram vorbei, da habe ich ein paar coole Bilder von meinen Reisen am Start. Links in der Beschreibung. Macht's gut, ciao.